Sie haben zwar Eintritt bezahlt, aber wie viel Sie lachen, das steht Ihnen frei. Also, Sie können sich entweder zerschämen oder Sie müssen auch gar nicht lachen. Es steht da niemand und schaut, wie viel Sie lachen und schreibt sich das auf. Und ja, und verlangt dann Gebühren, wenn es die falschen Stellen waren. Aber das wäre doch eine Idee für den Finanzminister. Eine Lachsteuer. Wenn man Humor öffentlich verkauft, muss man ihn je nach Lacherfolg versteuern. Viele Leute gehen schon jetzt in den Keller lachen. Das sind die sogenannten Schwarzlacher. Das ist allerdings nicht zu verwechseln mit dem schwarzen Humor. Das ist, wenn die ÖVP lacht. Und die kann es als Regierungsarbeit von der Steuer abschreiben. Das Menschsein wird eh immer sinnloser. Zum Beispiel in Japan wurde jetzt schon ein Tamagotchi gezüchtet, der sich selber was zum Essen nimmt, wenn er Hunger hat. Und wenn er aufs Klo muss, hat er da so ein Kübel, das leert er sich einmal am Tag aus. Und wenn ihm fad ist, wichst er sich einen und geht dann ins Bett. Also ist ein vollkommen selbstständiger Tamagotchi, der den Menschen nicht mehr braucht. Ich habe mir sehr lange Gedanken gemacht, was ich heute Abend sagen werde. Also, das heißt, ich habe mir keine langen Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob Gedanken überhaupt so eine Dimension wie Länge haben können. Wenn ja, müsste man sie versteuern. Aber ein paar Leute, die würden das nicht versteuern, das wären sogenannte Schwarzdenker, die denken dann im Pfusch. Und bestimmt gäbe es auch soziale Einrichtungen für junge Leute, die sehr engagiert denken, sich das aber noch nicht so leisten können. Für die gäbe es ein Gedankenum. Und für Leute, die sich ein bisschen schwerer tun im Denken wiederum, gäbe es eine Gedankenbeihilfe. Und in Gebirgszonen gäbe es für Balddenker gäbe es Subventionen von der EU. Ja. Obwohl, und weil die ÖVP eine christdemokratische Partei ist, bleiben Gedanken an unsere liebsten Verstorbenen natürlich steuerfrei. Obwohl bei den meisten Leuten würde eine Gedankensteuer wahrscheinlich eh nicht zu Unkosten größeren Ausmaßes führen. Zum Beispiel die ÖVP hat bei der letzten Nationalratswahl 15% dazu gewonnen, um die gleiche Regierung noch einmal zu bilden. Da fragt man sich, wer würde bei einer Gedankensteuer billiger davon kommen?